Oh, sie ist nur ein winziges Baby. Sie war mitten auf einem Feld. Hallo, nur wenige Leute werden dieses Video sehen, aber ich bitte dich, es anzusehen, weil wir dadurch das Leben eines Kätzchens retten können, das in einem extrem schlechten Zustand gerettet wurde. Wir haben sie Madison genannt. Uiuiui. Das arme Ding. Uiuiui. Tranquilo. Oh, schau dir ihr Auge an. Es hängt aus der Augenhöhle heraus. Tranquilo. Lass uns ins Krankenhaus gehen. Vale. Wir sind unterwegs. Oh, sie ist nur ein winziges Baby. Sie war mitten auf einem Feld. Sie ist ein Baby mit einem kleinen Temperament. Sie war ganz allein in der Mitte von nirgendwo. Der Schmerz muss unerträglich sein. Ich fühle so viel Mitleid mit ihr. Wir werden einige betäubende Augentropfen anwenden. Das wird ablaufen, weil der Druck immens ist. Falls nicht, werden wir ein Skalpell verwenden, um es abzuleiten und den Druck zu verringern. Wir wissen nicht, ob sie für eine Operation geeignet ist. Können wir Bluttests machen? Ja, wir machen sie jetzt. Wir geben ihr eine doppelte Dosis betäubender Augentropfen, weil das sehr schmerzhaft ist. Wie heißt sie? Madison. Sie sieht ein bisschen aus wie Figaro. Hol eine Insulinspritze und zieh es raus. Ich halte Madison fest.
Esto suele ser por herpes virus por ahí, están mal vacunados, las mamás están con baja inmunidad. Suele ser viral. Sie wiegt nur 476 Gramm. Das Erste, was wir tun müssen, ist, ihre Blutwerte und die Infektion zu verbessern, was wir in den nächsten Tagen machen werden. Sobald es ihr besser geht, werden wir sie operieren und das Auge entfernen. Sind die Ergebnisse der Bluttests zurückgekommen? Ja, wie wir sehen können, hat sie einen Hämatokrit von 21,7. Es gibt eine erhebliche Anämie, aber ich bin zuversichtlich, dass sie sich erholen wird und eine schwere Infektion aufgrund der Nekrose in ihrem Auge. Mit dem Convenia benötigt sie ein zweites Antibiotikum, und zwar Amoxicillin-Clavulansäure. Sobald sich alles stabilisiert hat, werden wir sie operieren. Ist das ein Antibiotikum? Es ist ein Schmerzmittel. Das andere ist das andere Antibiotikum. Das arme Ding. Lass uns sie zudecken und in einem Käfig zum Ausruhen lassen, das arme Ding. Madison ist im Krankenhaus und bereitet sich auf die Operation vor. Wir müssen die Infektion unter Kontrolle bringen. Wir müssen ihre Blutwerte verbessern und dann können wir mit der Operation beginnen. Aber dafür brauchen wir dich. Bitte spende. Hilf uns, sie zu retten. Vielen Dank.